Philipp Zwiener, ich glaube, das ist ein Spiel, warum wir alle diesen Sport lieben. Beide Mannschaften schenken sich bis zum Ende gar nichts und am Ende gewinnt aus Trierer Sicht zum Glück die eigene Mannschaft. Wie ist dein Kommentar zu diesem doch sehr intensiven Spiel heute? Ja, ist natürlich ein toller Sieg für uns. Ich glaube, wenn man so in letzter Sekunde gewinnt, dann ist es immer doppelt schön. Ich glaube, wir haben eine nicht so gute erste Halbzeit gespielt und haben dann in der zweiten Halbzeit wesentlich besser und aggressiver gespielt, vor allem in der Verteidigung. Und natürlich tut das jetzt unglaublich gut und da wir jetzt 7 Stunden nach Hause fahren müssen, ist das wesentlich besser mit einem Sieg in der Tasche. Es war ein sehr intensives Spiel. Du hast schon eben gesagt, die erste Halbzeit, da war er nicht ganz so im Spiel. Auch eigentlich bist du ja dann sinnbildlich für die ganze Mannschaft auch ein Beispiel. In der ersten Halbzeit nur 2 Punkte, nur von der Freiwurflinie, dann am Ende wieder Topscorer. Ist das auch eine Stärke, die sich mittlerweile auszeichnet, dass du den Kopf ruhig behältst und sagst, meine Zeit wird noch kommen in diesem Spiel? Am Ende hat es ja auch zu wichtigen Punkten gelangt. Ja, sagen wir so, also ich arbeite dran. Es ist sicherlich nur ausbaufähig. Heute, habe ich eine sehr, sehr schlechte erste Halbzeit gespielt. Habe ich sicherlich auch ein bisschen die Mannschaft hängen lassen, weil ich mich ein bisschen abgehen lassen. Das musste natürlich in der zweiten Halbzeit ändern, hat natürlich alles versucht, dann, dass der Mannschaft helfen kann. Bin natürlich froh, dass es geklappt hat, aber sicherlich, das ist was, wo ich dran arbeiten muss, nach wie vor. Das war immer ein bisschen meine Schwäche, dass ich mich, wenn es nicht so gut gelaufen hat, nicht so gut lief, mich ein bisschen abhängen lassen. Aber deswegen, ich bin froh, dass ich diese Rolle in Trier habe, dass ich daran arbeiten kann und dass ich so eine tolle Mannschaft habe, die da geduldig mit mir arbeitet und macht einfach Spaß. Drew Joyce hat das Spiel heute wieder unglaublich gut gelenkt. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, George Evans mit einem tollen Rebound am Ende. Ich glaube, das ist einfach wieder eine sehr, sehr gute kollektive Mannschaftsleistung und es macht einfach Spaß, hier zu spielen. Am Ende muss man natürlich sagen, wenn der letzte Wurf vom Gegner nicht reingeht, der relativ frei war, ist es natürlich ein bisschen glücklich, aber ich glaube, es ist wirklich das Glück des Tüchtigen heute. Oh ja, das ist mir eigentlich egal, ob es Glück war. Also wie gesagt, wir haben gewonnen. Du hast schon recht, der hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Der hätte den Feld auch reinmachen können. Vor allem, weil ich ihn ein bisschen spät gesehen habe, dass er offen ist. Aber er hat halt daneben geworfen und das ist halt Basketball. Wir haben gewonnen und das ist schön. Wo geht die Reise hin für euch? Ihr habt jetzt 21 Spiele absolviert, 11 gewonnen, 10 verloren. Positive Bilanz. Ja, ich glaube, erstmal kann man festhalten, dass was viele vor der Saison nicht geglaubt haben, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben. Ja. Yeah. Nee, also man muss natürlich realistisch sein. Ich glaube, wir spielen eine unglaublich tolle Saison. Und es macht immer wahnsinnig Spaß, hier zu spielen. Wir haben Spaß mit der Mannschaft, verstehen uns sehr gut. Und man kann einfach sagen, dass wir weiterhin alles geben werden und von Spiel zu Spiel gucken wollen. Wir werden jetzt sicherlich nicht irgendwie Playoffs als Zielsetzung setzen. Ich glaube, wir sind eine Mannschaft, die sich noch weiterentwickeln kann, auch weiterentwickelt hat bisher in der Saison. Und ich glaube, das sieht man auch. Und jetzt werden wir weiterhin gut spielen und dann, wenn wir am Ende die Playoffs schaffen, dann ist es doppelt schön. Aber jetzt momentan konzentrieren wir uns und schauen von Spiel zu Spiel. In diesem Sinne, gute Heimfahrt und weiter so. Dankeschön.